12. November 1956. Seit über 29 Jahren arbeite ich nun für unsere Abwehr. Während des Zweiten Weltkrieges waren es die Nazi-Spione, die wir zur Strecke gebracht haben. Jetzt sind es die Kommunisten. Als der Major meine Abteilung betrat, wirkte alles wie ein ganz normaler Routinevorgang. Ich dachte, ich bringe Ihnen das besser persönlich vorbei. Er brachte uns in den vergangenen Jahren immer wieder Informationen aus seiner privaten Datensammlung. Abgefangene Briefe, heimlich gemachte Fotos, Hinweise von Informanten. Das hat jetzt aber keinen Sinn, Herr Eiselin. Wir können über alles reden. Aber an diesem rauen Herbsttag hatte ich keine Ahnung, dass dieses Material mein Leben für immer verändern sollte. Mit seinen Leuten hat er dafür gesorgt, dass in den letzten 10 Jahren sämtliche Kritik an unserer Armee sofort im Keim erstickt wurde. Ich habe Sie nie gefragt, woher Sie diese Fotos hatten. Wir haben doch diese Fotos schon von 3 verschiedenen Experten überprüfen lassen. Da wurde nichts gefälscht und nichts hineinkopiert. Eiselin hat sich in Moskau mit Rutschenko getroffen. Sie wissen, dass eine Menge wichtige Leute dabei sind? Ja. Fast die ganze Offizierschaft der Schweizer Armee. Können Sie beweisen, dass Harry Wendt Ihnen diese Fotos gab? Fragen Sie Koller. Der war damals dabei. Brechen Sie das ab! Sie sind nicht mehr zuständig. Das ist jetzt mein Fall. Unschuldige werden zu Schuldigen gemacht! Ich glaube, Sie vergessen, mit denen Sie sich hier umgehen. Die Eiselin-Rutschenko-Geschichte ist eine Erfindung meines Büros, Herr Rapp. Werner Eiselin war kein Kommunist. Sie haben einen aus ihm gemacht.